Also dann herzlich willkommen zum Tech Talk. Wir machen heute Einführung Krypto. Soll jetzt einfach mal so ein Einsteiger-Thema sein. Jetzt nicht viel in die Mathematik rein. Genau. Ich habe das Ganze mal hier mit ein paar Slides aufgebaut. Das sind so die Themen, die wir jetzt durchgehen. Wir haben uns ganz schön viel davor genommen. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Zunächst mal würde ich gerne auf die Unterschiede zwischen Kryptographie und Steganographie eingehen. Kennt da jemand die Unterschiede? Ja? Steganographie ist Verstecken von Nachrichten und Kryptographie ist tatsächlich Verschlüsse von Nachrichten. Genau, das ist irgendein Träger, wo Sachen halt rein versteckt werden. Das gab es schon sehr, sehr lange. Also bei den Griechen zum Beispiel, Herodot hat schon darüber geschrieben, dass zum Beispiel Bote sich die Haare abrasieren musste vorher und dann wurden da Sachen raufgeschrieben, also die Haare wieder wachsen lassen und dann wurde er weggeschickt. Bei den Chinesen gibt es zum Beispiel auch, sagt man, dass die haben halt hier Seide genommen, was draufgeschrieben, in Wasser getränkt, dann mit Wachs befüllt und geschluckt und sind dann gegangen und haben die Botschaften mit rübergebracht. Genau, wenn jetzt Marcel zum Beispiel mal unter seinen Stuhl greift, und ich würde jetzt im Nachgang da mal drunter greifen und würde mal gucken, es ist jetzt was dran geklebt. Da ist eine Nachricht, genau. Gut, dass ich das nicht Sowas in die Richtung, also da könnte dann so könnte man sich das vorstellen. Das ist dann versteckt über irgendeinen Träger im Verhältnis zu der Kryptographie. Und die Kryptographie, was die Kryptographie macht, folgendes. Die verschlüsselt die Nachrichten. Also da hat man dann wirklich, hat man halt eine Nachricht, die wird umgebaut in irgendeiner Art und Weise und dann wird daraus eine nicht lesbare Nachricht. Und hier zum Beispiel bei Cäsar, der hat so ein paar Nachrichten hin und her geschickt. Also hier ist zum Beispiel der Fall, wenn man sich das jetzt genauer anschaut, könnte man sagen, okay, man rotiert einfach Buchstaben. Ne? In dem Fall sind einfach ein Buchstabe rotiert. Also wenn man guckt sich das I an, okay, HI, AB. LM und O und P. Das heißt, das ist die dechiffrierte Nachricht. In dem Fall ist einfach um einen Buchstabe rotiert. Das ist so das einfachste oder ein einfaches Verfahren, wie man Dinge verschlüsseln kann. Und da kann man jetzt mehrere, kann man einen Buchstabe nehmen oder N Buchstaben. Ja, Cäsar-Chiffre. Dann würde ich mal eine monoalphabetische Verschlüsselung mit euch durchgehen. Also ich habe jetzt hier so einen Text, kann den jeder lesen? Ein bisschen größer. Noch nicht. So, wie würdet ihr, wenn ihr wüsstet, dass jetzt jeder Buchstabe einfach ersetzt worden ist mit was anderem, wie würdet ihr vorgehen, um das zu knacken? Richtig, genau. Oder erwarten, dass drei Buchstaben ein bekannter Wort mit drei Buchstaben wie und ist oder sowas. Genau. Wenn es weiter hier Also runter wenigstens alle kommen mit geht, drei Buchstaben dann sind wir so die Häufigkeit der Buchstaben in diesem einen Satz einfach mal durchgezählt. Und dann sieht man, okay, wir haben jetzt zum Beispiel D ziemlich häufig, G fünfmal, T viermal und so weiter. Ja, dann nehmen wir uns doch mal hier die Buchstabenhäufigkeit vor. Da kann man mal googeln danach und dann findet man. Sieht man zum Beispiel, okay, hier gibt es das E ist ziemlich häufig im Deutschen drin, dann kommt es N und I und so weiter. Wenn man jetzt hingeht und einfach so sagt, okay, den häufigsten Buchstaben, den ich jetzt gefunden habe, den tausche ich mal aus. Das heißt, ich mache jetzt Z zu E, haben wir schon diesen Text hier. Ne? So, jetzt könnte man natürlich überlegen, wie geht es jetzt weiter? Hat jemand eine Idee vielleicht, wie man da jetzt, was man da, ja? Exaktamente. Also wir gehen dann hin und gucken. Gibt es übrigens auch die Liste der häufigsten Wörter im Deutschen, kann man mal nachschlagen. Ein ist da ziemlich weit dabei.
Und dann hat man jetzt schon ein und hat schon mehr. Also die anderen Buchstaben überall, wo der gleiche Buchstabe aufgetreten ist, hat man auch ausgetauscht. So, dann geht man jetzt weiter und guckt sich dieses Wort auch nochmal Satzbau, Grammatik an. Das heißt, das hier ist ein Ist, genau. Das G und T kann man austauschen. So, dann sieht man dies ist ein, ne? Kann man schon dann aus dem Satzbau und der Grammatik ersehen. Jetzt könnte man sagen, okay, das hier hinten, das ist Text zum Beispiel. Ne? Also N hätte man auch nochmal versucht, hätte nicht funktioniert, hätte keinen Sinn ergeben. S zu G, dann sieht man, okay, dies ist ein... Genau, SCH ausgetauscht, weil das gehört auch ziemlich häufig zusammen. Ja, und dann eigentlich, wenn man so ein bisschen, dann so den Rest kann man eigentlich schon fast sehen, das wird dann verschlüsselter Text sein und kriegt man. Aber ist der Trick nicht eigentlich, dass die Buchstaben immer gleich ausgetauscht sind? Also, dass ich immer fünf Buchstaben Alphabet weitergehe und wenn ich das dann mit dem ersten Buchstaben gemacht habe, würde ich doch einfach alle anderen Buchstaben auch weitergeben. Oder ist das jetzt keine... Das kommt auf die Art der Verschlüsselung an. Also ob du jetzt einfach schiebst oder ob du eine Übersetzungstabelle hast. Achso. In dem Fall ist, genau, wir sind vom Schieben schon weg. Wir sind jetzt hier, wir haben einfach das Alphabet permutiert. Also einfach wild durcheinander gewürfelt. Aber was man halt trotz der Permutation bei so einem, wenn man das weiß, also monoalphabetisch verschlüsselt ist, man weiß die Häufigkeit einzelner Buchstaben, der auch mehr, also von Wörtern oder auch, man kann anhand der Freizeichen zum Beispiel erkennen, okay, hier ist ein bestimmtes Wort und es ergibt in dem und dem Sinn irgendwie dann doch, also kann man das dann austauschen und anhand von der Grammatik dann entsprechend dann auch Dinge austauschen. Und zum Schluss ein Punkt, da geht zum Beispiel ein Objekt, passt da relativ gut rein, hier vorne ist dann eher ein Verb irgendwo zu finden, etc., etc. Ja, und so hat man eigentlich früher im Mittelalter verschlüsselt, wenn man irgendwelche Sachen verschickt hat. Aber die hatten keine Wikipedia, ne? Nee. Aber die hätten sie auch noch knacken können. Haben. Also, die gesagt, nicht so aufkäufig. Die hatten auch nicht so viele Lesen. Genau. Genau. Es gab im Mittelalter so richtige schwarze Kammern, wo auch wirklich Leute die ganze Zeit damit beschäftigt gewesen sind, sowas zu knacken. Geht im Englischen auch und ja. Dann gibt es ein berühmtes Beispiel, das ist hier die Maria Stuart, gibt es eine Doku unter Arte, die man gucken kann. Die wurde eingeschlossen und es kam zu einem Babington-Affäre. Da war nämlich das Thema, sie wurde gefragt, ob sie denn Elisabeth I. umbringen lassen möchte mit Attentätern. Und mit diesen Attentätern hat sie mit einer Geheimsprache kommuniziert hier. Und das ist eine Sprache, die ist jetzt nicht nur auf einzelne Wörter bezogen, also einzelne Buchstaben bezogen, sondern sie hat auch ganze Wörter ausgetauscht mit Symbolen, also zum Beispiel aber, also but und ähnliches. Und dann ist man hingegangen und es gab halt gab jemanden, der das aufgedeckt hat, den Babington, der hat bestimmte Buchstaben dann auch anhand der Statistik erraten. Beziehungsweise anhand der Statistik aufgedeckt und ist sie so dann überführt. Und am Ende, als dann ein entscheidender Satz von ihr geschrieben wurde, nämlich dass sie halt das in Auftrag gibt, hat er auf diesen verschlüsselten Text einfach einen Galgen drauf gemalt. Und dann war klar, für Elisabeth I., die wollte eigentlich nicht Maria Stuart umbringen, weil die bei ihr in der Familie gehört, aber war klar, okay, ja, und so ist sie dann nachher gehängt worden. Ja, und was man halt hier sieht, früher im Mittelalter wurden vor allen Dingen mit Sprachwissenschaft, hat sich damit beschäftigt, gar keine Mathematik, so wie heute, sondern waren wirklich vornehmlich irgendwie Sprachwissenschaftler, Häufigkeit der Buchstaben und Ähnliches, die dann das analysiert haben bei der Kryptoanalyse. So, dann ist man halt irgendwann auf den Trichter gekommen, okay, so eine monoalphabetische Verschlüsselung ist ja nicht ganz so toll. Dann gab es einen Visionär, der hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach einen Schlüssel, also meinetwegen Mikromata.
So, und jetzt nehmen wir jedes Mal, wenn wir einen Buchstaben verschlüsseln wollen, also zum Beispiel wir haben A, gucken wir M, eine Zeile für M und verschlüsseln den mit M. Dann haben wir I, also irgendeinen Text, den wir zum Beispiel hier schreiben wollen, geheim oder irgendwie sowas. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, G, gucken wir bei M. Das heißt, wir sind hier bei, bei S. E sind wir bei I. Das heißt, wir sind hier bei M. Und so weiter und so fort. Würde sich der Schlüssel halt hier hinten dran immer wiederholen? Und man würde dann auch bei längeren Texten, hätte man eine Rotation in den Alphabeten. Und das macht es natürlich von der Statistik her schon wesentlich schwieriger, weil sich die Buchstaben nicht mehr eindeutig zuordnen lassen. Die werden dann verwürfelt. Die werden genau. Habt ihr eine Idee, wie man das vielleicht trotzdem knacken könnte? Ja. Also erstmal hat man ja auch jetzt eine Periode da drin. Also mit Tomata, mit Tomata, mit Tomata. Das heißt, mit ein bisschen Wahrscheinlichkeit geht das wieder, dass man zwei Buchstaben auf den gleichen mappt. Und ja, dann hat man schon mal was gewonnen. Das war das auch immer. Genau. Es gibt eine statistische Vorgehensweise, aber es gibt auch, das ist eigentlich so, um es ganz relativ einfach zu verstehen, jedes Mal, also erstmal, wenn wir ein kurzes Schlüsselwort haben, wiederholt es sich sehr häufig. Also wenn wir zum Beispiel hätten einfach nur Key oder sowas, dann hätten wir alle drei Buchstaben im Geheimtext oder alle vier, hätten wir dann wieder das gleiche Alphabet, in dem wir uns befinden. Dann nehmen wir diese Menge dieser Buchstaben raus und beim langen Text haben wir dann wieder das gleiche Thema. Wir haben sozusagen die polyalphabetische Verschlüsselung auf eine monoalphabetische Verschlüsselung runtergebrochen und können uns dann zum Beispiel die K-Reihe anschauen und gucken, okay, welche Buchstaben sind denn am häufigsten. Alles klar, da setzt man nochmal ein E rein zum Beispiel, weil das am häufigsten im Englischen vorkommt. Und so kann man das dann auch wieder brechen. Also das Einfache dabei ist, wenn du es erst analysierst, die Häufigkeit in dem zerfällten Text, hast du eine ziemlich flache Verteilung, weil das schon gewürfelt ist. Ja. Dann guckst du, nämlich jeder zweite immer noch flach, jeder dritte immer noch flach, jeder vierte, auf einmal habe ich einen Peak. Und genau, dann genau. Weißt du schon, wo der Wiederholungspunkt ist und dann kannst du genau gleich ansetzen. Ja. Ja. Aber dafür müssen wir die Schlüssel kennen. Erraten. Ich habe jetzt ja erraten, wie Michael gerade erklärt hat. Das musst du nicht zwangsweise, sondern wenn du jetzt einfach für den ersten Buchstaben anfängst und dann für den zweiten oder für den dritten, du machst halt immer weiter und schaust immer, welches ist denn der häufigste Buchstabe. Und an dem Punkt, wo dann der Schlüssel unter Umständen wieder von vorne beginnt, muss der gleiche verschlüsselte Buchstabe am häufigsten vorkommen. Ja. Na gut, aber dann muss man quasi von 1 bis n alle Aufteilung erstmal aufschreiben. Also gut, gibt eine Wahrscheinlichkeit, wie lang das Schlüsselwort wahrscheinlich auch ist. Das wird auch nicht so lang sein. Ne? Was man daran halt sieht, ist, je länger der Schlüsseltext ist, desto leichter ist es auf jeden Fall zu knacken. Und je kürzer der Schlüssel, also das ist eigentlich essentiell, je kürzer der Schlüssel ist, desto leichter ist auch wieder das Ganze zu knacken. Ja? Bei Computern gibt es ja noch die Möglichkeit zu versuchen, dass der Computer einen eigenen Text verschlüsselt, der quasi komplett leer ist. Und dadurch kriegt man dann auch wieder das Schlüsselwort. Mhm. Ja. Ich mache mal weiter. So, weil wir haben noch ein bisschen. Genau, mehrere Alphabete nutzen, Schlüssel visionär. Darauf sind wir eingegangen. Wiederholungen der Schlüssel finden. So, jetzt komme ich zu Enigma. Also, wir hatten jetzt das Mittelalter, dann kam zwischenzeitlich auch noch so die ersten Ansätze der Automatisierung. Und so ein Peak der Automatisierung in der Verschlüsselung ist diese Maschine hier. Die wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt von den Nationalsozialisten für die Verschlüsselung. Und die war relativ, also als ich das erste Mal das gesehen habe, war ich schon ziemlich beeindruckt, wie das Ganze verschlüsselt wird. Also man drückt hier auf einen Knopf. Und dann hat man so ein Steckbrett unten und da werden die ersten Leitungen kann man dann individuell einstellen. Das heißt, man drückt hier drauf, dann geht das Ding hier weiter. Dann hat man drei Walzen, es gibt auch Varianten mit mehr Walzen, die kann man rausnehmen und austauschen.
Das heißt, es würde jetzt hier weitergehen, würde hier oben in, dann in der Leitung hier weitergehen, dann sind wir hier rechts, dann hier, 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 hier durch, hier, hier, hier. Und dann gibt es einen Reflektor, das Ganze nochmal umdreht. So, dann landen wir hier, 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 hier. Zack, und dann würde die Lampe blinken. Das heißt, ich drücke hier drauf und kriege die Lampe als Verschlüsselungscode, der dann weitergeschickt wird. Und wenn man es erstmal so sieht und denkt, so, boah, krass, also das ist hier das Steckbrett und man hat Walzen, die ausgetauscht werden können und so weiter, das kann ja überhaupt nicht zu knacken sein. Also der Urvater der Informatik, Turing, hat das sehr gut bewiesen, wie das geht. Und es war auch so das erste Mal, wo wirklich Brute Force schön eingesetzt wurde. Also einfach Dinge durchiterieren, durchprobieren. Genau, und es gab so solche Maschinen, die hießen Bomben, Turing-Bomben, und die wurden gebaut, das ist jetzt so eine nachgestellte Geschichte, um halt bestimmte Texte zu knacken. Das kann man sich natürlich vorstellen, im Krieg ist sowas ziemlich entscheidend, wenn die Informationen, zum Beispiel, wo sind die U-Boote unterwegs, beim Feind irgendwie bekannt sind. Ich dachte, der Brute Force basiert auf einen schwächeren Enigma. Da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil sonst kannst du mit so einem einfachen Brute Force, solche Maschine kann ja nicht Statistik machen und sowas. Ja. Er kann nur ausholen. Und da brauchst du dann einen Weg rein in den Krieg. Genau, das war natürlich der mathematische. Genau, es gibt die Crips, das sind so Eselsbrücken, also auf Deutsch Eselsbrücke übersetzt. Und da guckt man halt im Text so gewisse Dinge, die auf jeden Fall vorkommen müssen, und testet die aus. Und wenn die nachher bei der Entschlüsselung einen Sinn ergeben, hat man den ersten Einsprung in die Entschlüsselung von dem Code. Also ein Enigma-Vortrag, das könnte man einen eigenen Vortrag drüber machen. Das ist so ein Riesenthema. Ich stelle nachher mal ein paar Bücher vor. In diesen geheimen Botschaften ist das bestimmt 50, 60 Seiten, die da... Ich will vielleicht kurz anmerken, das ist kein Kriegsprodukt, ne? Das ist ein kommerzielles Produkt. Richtig, ja. Also die ist eigentlich dafür gemacht worden, dass man quasi über ein Kabel geheime Botschaften schickt. Ja. Das weiß ich, Börsengeschichten, wir kaufen da und dort unsere Ressourcen. Ja. Und die haben das Ding einfach genommen, um ihre... Also der Botschaften haben sie es verkauft, und auch nach dem Krieg haben die Alliierten das auch verkauft, weil die wussten, wie es das knacken war. Ja, also die Alliierten haben dann ihr eigenes Maschinchen gebaut. Aber die, so was Achim gesagt hat, das war halt so, nach dem Ersten Weltkrieg dachte man, okay, jetzt hier Kryptographie in Deutschland, ach, da brauchen wir uns nicht mit beschäftigen. Die einzigen, die wirklich ein Thema damit hatten, waren die Polen, weil die nämlich zwischen Deutschland und Russland so zwischendrin gesessen haben. Und hier waren die Ersten, die sich wirklich auch mit dieser Mechanik auseinandergesetzt haben, und die haben die Vorarbeit geleistet, die dann nachher die Richtung England weitergegeben wurde, und wo dann Turing dann auch das Ganze aufgenommen hat und dann wirklich diese Maschinen da gebaut hat. Also eigentlich die Polen haben da richtig das Ding geknackt in Grundlage. Ja. Da gibt es auch einen sehr schönen biografischen Film, der irgendwie erst vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ja. Über Alan Turing eigentlich, aber halt auch wie der dann die Maschine entwickelt hat. Also Alan Turing hat halt sein Wissen über abstrakte Maschinen reingebracht. Der hat sich ja sehr viel mit Themen der Berechenbarkeit auseinandergesetzt und wie man sowas abbilden kann. Und dieses Wissen, was er halt aus der Universität theoretisch aufgebaut hat, hat er dann in Bletchley Park, wo das gewesen ist, mitgenommen und in diese Maschinen dann umtransformiert. Ich würde jetzt dann direkt dann auf die symmetrische Verschlüsselung eingehen. Also wir sind jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, wir sind so 60er Jahre. So, jetzt ist es so, jetzt hat man erkannt, Sprachwissenschaft ist vielleicht doch nicht ausreichend genug. Gerade jetzt mit der Enigma, die Mathematiker und vor allem die Mathematik, ist wirklich, die Statistik sind die großen Lücken gewesen, auch in der Vergangenheit. Und dann hat man wirklich, man sieht jetzt, okay, jetzt die Sachen werden von den Mathematikern übernommen, nicht mehr von den Sprachwissenschaftlern. Und das ist so, da gibt es jetzt... Ein Deutschen, der ist nach Amerika, der ist kurz vor dem Krieg dorthin gewandert und hat halt versucht, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Dann ist der Krieg ausgebrochen und aufgrund dessen wurde er oft daran gehindert. Aber irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass er über IBM einen Algorithmus eingereicht hat. Und es war damals so, also in Amerika wurden ganz unterschiedliche Protokolle gesprochen, um Sachen zu verschlüsseln.
Und da gibt es ein Standardisierungsunternehmen, was darauf dann bestrebt war, das Ganze zu vereinheitlichen und hat einen Algorithmus gesucht, der das macht. Und eine Einreichung davon war von Horst Feistel, der bei IBM gearbeitet hat, dieser Lucifer-Algorithmus, der dann aufgenommen wurde und in den Data Encryption Standard, der Name hat sich dann geändert, genau. Und ja, das ist ganz spannend. Also das kann man so ein bisschen vergleichen wie Kneten. Also man hat eine lange Bitreihe und die wird halt auf der einen Seite immer gemengt, umgeklappt, dann wieder langgezogen, umgeklappt und das macht man 16 Mal. Und dann kommt zum Schluss der verschlüsselte Text raus und also ganz grob gesprochen. Und auf der anderen Seite macht man das rückwärts dann auch nochmal. Und so funktioniert das im Kern. Der hat auf jeden Fall Lücken. Die NSA hat damals gesagt, okay, die Schlüssellänge darf maximal 56 Bits groß sein, weil wir den knacken können müssen. Und das hat dazu geführt, dass relativ schnell Brute-Force-Attacken dagegen möglich gewesen sind. Also gibt es auch schöne Projekte, die in der Vergangenheit da gewesen sind, die halt gezeigt haben, okay, nach so und so viel gewisser Zeit ist es relativ schnell zu knacken. Man hat dann auch später noch ein paar Lücken gefunden innerhalb dieses Algorithmus. Genau, und deswegen ist der heute auf jeden Fall veraltet. Auch die Triple-DES-Variante davon, die im Normalfall hingeht, man verschlüsselt mit DES, man entschlüsselt mit einem anderen Schlüssel mit DES und man verschlüsselt das Ganze nochmal und hat danach den Kryptotext. Und das Ganze macht man auf der anderen Seite auch nochmal rückwärts. One-Time-Pad. Bevor ich zu One-Time-Pads komme, würde ich einfach mal kurz noch das hier zeigen. Ich meine, das müsste die meisten von euch erkennen. Einfach eine XOR. Aber das spielt in der symmetrischen Verschlüsselung eine relativ wichtige Rolle. Das hat gewisse mathematische Eigenschaften, erstmal ist es so, immer wenn die Bits unterschiedlich sind, wird nachher das Ganze auf 1 gesetzt. Wenn sie gleich sind, wird es auf 0 gesetzt. Das heißt, man kann es auch als Invertierer sehen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Rechnung hier anschaut, dann hat man zwei Kryptotexte, die miteinander ver-XORt werden. Man kann sagen, okay, der erste Kryptotext ist der Klartext mit dem Schlüssel ver-XORt und der zweite ist mit dem Schlüssel ver-XORt. In dem Fall sprechen wir davon, dass der Kryptotext, der erzeugt wurde, also der wurde erzeugt mit einem Klartext, der mit einem XOR-Feld sozusagen ver-XORt wurde, das genauso lang ist wie der Klartext auch. Und das ist ein One-Time-Pad. Und das ist eigentlich, wenn man es so anwendet, sehr sicher. Nur wenn man es zweimal anwendet, ist es genau das Gegenteil. Und das zeigt man hier relativ gut. Also man hat jetzt hier den ersten verschlüsselten Klartext und dann den zweiten mit dem gleichen Schlüssel. Jetzt kann man das Ganze umstellen und bekommt dann jetzt hier, okay, der erste Klartext mit dem zweiten ver-XORt und der Schlüssel miteinander ver-XORt. Wenn man jetzt zweimal das gleiche, also wenn A und B miteinander ver-XORt werden, kommt auf jeden Fall immer 0 raus. Das ist auch algebraisch so. Und man hat dann nachher zweimal den Klartext miteinander ver-XORt. Das ist jetzt erstmal so, wenn man sich das so bildlich, so wenn man mit Farben vorstellen würde, dann das ist erstmal nicht verständlich, warum das gefährlich sein könnte, aber wenn man das jetzt mal nochmal mit einem Bild dazu sieht, dann wird man sehen, okay, wenn das jetzt der erste Klartext ist und das hier der zweite Klartext, und wir haben jetzt hier erzeugte Chiffretexte, den und den, jeweils beides mal mit dem gleichen Schlüssel. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen diese beiden Ergebnisse und XORen die miteinander, bekommen wir Folgendes hierbei raus, nämlich das hier. Und dann haben wir quasi unsere Sachen entschlüsselt. Das ist in der Vergangenheit auch schon passiert, also da gab es auch schon Vorfälle, wo genau eben One-Time-Pads mehrmals die Schlüssel verwendet wurden. Und dann eben die Sachen geknackt worden sind. Jo. Angriffe darauf. Also zum Beispiel auf dem Triple DES ist ein Angriff, den man zum Beispiel fährt, ist ein bekannter Klartext. Das heißt, man hat mehrere Klartexte. Und man kann jetzt den Klartext ändern und kriegt den Chiffretext hinten raus.
Man weiß halt nur den Schlüssel nicht an der Stelle, den möchte man haben. In dem Fall sind die Klartexte vorgegeben und hier beim selbstgewählten Klartextangriff sind die Klartexte, kann man die selber bestimmen. Dann gibt es eine differenzielle Kryptoanalyse und eine lineare Kryptoanalyse. Beide basieren auf einem bekannten Klartext. Wobei jetzt hier bei dem das so ist, dass immer geguckt wird, wenn ich jetzt Dinge verändere, kann ich daraus ein Verhalten ableiten, was mir potenziell einen Rückschluss über den Schlüssel gibt. Und bei der linearen Kryptoanalyse versucht man eine Formel dann zu finden. Also irgendeine Formel, die dann, wenn man sie einsetzt, mit potenziell hoher Wahrscheinlichkeit einem den Schlüssel dann gibt. Eine Frage aber dazu, diese meisten von diesen mathematischen Digitalalter Chiffriervorgänger haben immer die Eigenschaft, dass die Textlänge gleich bleibt wie den Vor- und Nachkriegschiffrierung. Entsprechend ist da so auch ein bisschen Side-Channel-Information. Du hast ja nicht alles versteckt. Mhm. Du hast die Länge von dem Message überhaupt nicht versteckt. Ja. Und das ist auch so, glaube ich, eine Sache, die besonders bei Festplattenverschlüsselung und Dateisystemverschlüsselung immer ein bisschen Information liegt. Weil das Also symmetrisch ist halt auch Side-Channel und was man halt auch oft hat, einfach Fehler. Man haut Dinge rein und versucht irgendwie Fehler zu verursachen und guckt, was dann bei Fehlern irgendwie rauskommt. Ja. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber soweit ich weiß, unter der Voraussetzung, du hast einen wirklich guten Zufallszahlengenerator und möchtest Daten über das Internet übertragen, ist One-Time-Pad immer noch das sicherste Verfahren. Ja? Das heißt, du generierst ja einfach so eine Blu-ray voller Zufallszahlen. Dann brauchst du jemanden mit Handschellen am Koffer, der das auf die andere Seite... Da kommen wir dann auch gleich dazu. Ah, ja, okay. Aber was du schon angesprochen hast, was ist, wenn der Zufallsgenerator schlecht ist, dann ist das Ganze auch schon wieder gebrochen. Aber du hast recht. Also One-Time-Pad liefert sogenannte Perfect Security. Perfect Security ist das Beste, was man kriegen kann. Wenn also der Schlüssel ausgetauscht ist und kein anderer kommt an den Schlüssel dran, One-Time-Pad, Everlasting, Perfect Security, das absolute Optimum. Das ist auch das Einzige, was existiert, als perfekt sicher bewiesen ist, auch was wir haben oder was wir kennen. Es gibt Theorien zur Quantenkryptographie, aber da wollte ich jetzt nachher nicht mehr drauf eingehen. Die halt auch mit Statistik arbeiten, wo dann aufhand der physikalischen Ebene dann auch gezeigt wird, dass man das halt nicht brechen kann. Aber da wollte ich jetzt eigentlich heute gar nicht so tief drauf eingehen. Schlüsselverteilungsproblem. Wenn man sich jetzt vorstellt, ne, also ich habe jetzt irgendwie ganz, ganz viele Leute, die miteinander kommunizieren wollen und alle müssen, also was man jetzt bei diesen symmetrischen Verschlüsselungen hat, ist ja, man hat auf beiden Seiten den gleichen Schlüssel. Und der muss vorher ausgetauscht worden sein. Und jetzt ist es so, je mehr Leute miteinander kommunizieren, desto mehr Schlüssel müssten eigentlich auch miteinander ausgetauscht werden. Und das war im Ersten Weltkrieg schon ein Riesenproblem, dass da so großer Aufwand betrieben worden wurde, dass man halt überlegt hat, und es gab aber keine Lösung dafür. Also man war verzweifelt. Man hat riesen Investitionen reinstecken müssen, dass die Dinge ausgetauscht wurden. Genau, und dann kam jetzt Diffie-Hellman. Diffie und Hellman haben sich dann zusammengesetzt und der hat eine Idee gehabt. Also wenn ich jetzt eine Schatztruhe habe, ne, und ich lege in diese Schatztruhe eine Nachricht rein, so. Das ist jetzt bei Alice. Und Alice nimmt diese Truhe und schließt die Truhe ab mit ihrem Schlüssel und ihrem Vorhängeschloss und schickt diese Truhe an Bob. Und Bob hängt jetzt seinen Schlüssel da dran. Also zwei Vorhängeschlösser dran. Und Bob hat den Schlüssel zu seinem Vorhängeschloss und das Ganze wird wieder zurückgeschickt. Alice sieht, okay, da ist mein Vorhängeschloss dran. Ich kann es abmachen, das ist auf jeden Fall das Ding, was ich weggeschickt habe. Bobs Vorhängeschloss bleibt dran, ich schicke das Ganze wieder zurück zu Bob. Und Bob kann das Ding mit seinem Schlüssel aufmachen und hat die Nachricht. Das war erstmal so die prinzipielle Idee von einer asymmetrischen Verschlüsselung. Weil man jetzt nicht hingehen musste zu irgendjemandem und einfach den Schlüssel mit dem austauschen musste, sondern das Ding abschicken konnte. Was jetzt...
was jetzt ein Aspekt dieses Ganzen gewesen ist, also Elgamal hat dieses Verfahren nachher zu einem asymmetrischen Verfahren wirklich umgebaut, das man dann auch verwenden konnte. Aber Diffie und Hellman hatten so die Grundideen, und eine Idee davon waren die diskreten Logarithmen. Kennt jemand von euch die diskreten Logarithmen? Also, ich versuche es mal einfach zu erklären. Also man hat eine Uhr, und eine Uhr läuft immer so hier 0 bis 12, dann fängt es wieder von vorne an. Wir bewegen uns in dem Bereich. Und eigentlich ist es so, wenn wir jetzt sagen, wir haben 13 Uhr, dann sind wir wieder hier vorne angekommen und sagen, bei 0 und sind wir bei 1. Und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt sagen würden, wir hätten 25 Uhr, dann wären wir wieder, auch wieder bei 1. Und so ist erstmal so, wir bewegen uns in einem Raum, wo immer wieder abgeschnitten wird, immer wieder von vorne begonnen wird. Und wenn wir jetzt hier so ein Problem haben, und darum geht es eigentlich bei dieser asymmetrischen Verschlüsselung, irgendein Problem, was in eine Richtung relativ einfach zu berechnen ist, aber in die andere Richtung nicht. Wir wollen jetzt hier x bestimmen, so 3 hoch x gleich 81. Die Prüfung davon, wenn wir jetzt ganz normal das berechnen, ohne einen diskreten Logarithmus, ist relativ einfach. Wir gucken einfach 3 hoch 3, 27, ist zu klein. 3 hoch 5, 243 ist zu groß, muss dazwischen liegen, also 4 korrekt. Wenn wir jetzt aber einen diskreten Logarithmus haben, wo wir uns zum Beispiel jetzt hier in eine Uhr von 7 bewegen würden, dann ist es schon schwieriger, weil man dann immer wieder, also wenn man hier sich das mal anschaut, ne, also wir sind jetzt sagen wir 3 beim normalen, also ohne, dass man halt im Modulo rechnen würde, wenn man 9, 27, hier kommt man bei 2 raus, bei 6 raus, ja, was ist denn die 1? Was ist denn die 1? Dann muss man wirklich durchprobieren, bis man irgendwann sieht, oh okay, 6 ist das richtige Ergebnis. Und da hat man, in dem Fall hat man wirklich, die Berechnung ist relativ einfach, aber die Rückrechnung ist schwierig. Man kann sich so asymmetrische Verschlüsselung wie so, auch wie so ein Vorhängeschloss vorstellen. Also jeder kann das Schloss zumachen, aber nur ich kann es aufmachen, weil ich den Schlüssel habe. Wenn ich jetzt hier ganz viele von meinen Vorhängeschlossern verteilen würde, jeder kann das Ding zumachen, also irgendwie verwenden, um halt seine Truhe mit zuzumachen, aber nur ich bin derjenige, der es aufmachen kann. So, dann kommen wir zu RSA. RSA basiert auf einem anderen mathematischen Problem. Und zwar haben wir da Primfaktorzerlegung. Also hier, wenn wir hier zwei Primzahlen haben, die wir miteinander multiplizieren, dann ist die Prüfung relativ einfach. Wenn ich jetzt hier sage, okay, ich weiß diese Sachen, beide Primzahlen weiß ich, dann kann ich die relativ schnell berechnen. Aber wenn ich jetzt, also diesen Teil weiß ich, wenn ich jetzt nur diesen Teil hier hätte, dann wäre die Rückrechnung schon schwierig. Also wenn man zum Beispiel sich die Zahl da oben mal anschaut, was sind denn die Primzahlen davon? Muss man durchprobieren. Also fängt mit 3 an, sagt man, okay, die Zahl durch 3 ergibt irgendwas Rest 2. Ist falsch, muss ein Rest 0 bei rauskommen. Wenn man bei 2000 angekommen ist, dann hat man die Zahl gefunden und dann hat man auch die Primfaktoren zerlegt an der Stelle. Das ist ganz spannend auch, da gibt es eine Seite hier, die eine Datenbank für Primzahlen ist. Wir sind jetzt gerade bei 2 hoch 74... 207.281 minus 1. Eine Zahl mit, also soweit könnten wir quasi die Primzahlen auch schon aus der Datenbank hier verwenden. Und wurde das letzte Mal gelöst 2016. Die hat man zerlegt, oder was? Die hat man bestimmt. Also nicht zerlegt, also das ist die letzte Primzahl, die gefunden wurde. Das ist die größte Primzahl, die bekannt ist. Ja. Von der man das sicher weiß. Ja. Du kannst auch hier zum Beispiel hingehen, du kannst auch zum Beispiel sagen, ich möchte... Das ist die größte Primzahl. Ich möchte die ersten 1000 zum Beispiel haben. Eine Zahl, die keine Primzahl ist, aber aus 2 multipliziert wird. Und das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Zahl hast, musst du immer noch in dieser Tabelle gucken und anhand dieser Primzahlen dann schauen, durch welche Reste sich der teilen.
Und was ist dann jetzt, wie geht es dann weiter? Irgendjemand schreibt eine neue Zahl rein und die soll dann, muss noch größer sein und soll auch noch Gegenteil sein. Also einfach, du kannst nachschlagen in dem Fall, ne? Ja, ja. Aber wenn die riesengroß sind, dann musst du alle durchrechnen. Ja. Das berechnet man mit Siebmethoden, da gibt es auch probabilistische Methoden, das zu berechnen. Normalerweise, wenn du einen neuen Supercomputer baust, dann protzt du einfach damit, dass du eine neue große Primzahl gefunden hast und das besonders schnell. Mhm. Das fällt dabei im Prinzip ab. Aber das Problem bei Primzahlen ist, die haben keinen besonders starken Muster, entsprechend kannst du nicht so raten. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob es eine Primzahl ist. Und das ist dann ausprobiert, die durch alle kleinen Teilzahlen zu teilen. Wenn es keine Zerlegung gibt, ist es eine Primzahl. Und diese Zahl, die du gezeigt hast, das ist ja eine Mersenne-Primzahl. Da gibt es so ein Grid-Computing-Ding, da kannst du teilnehmen, das wird dann über viele, viele Rechner verteilt oder Prozessor- und Arbeitsspeicherfehler ausgeschlossen werden. Aber es ist auch nicht bewiesen, dass da keine andere Methode oder keine Struktur in Primzahlen ist. Das ist auch nicht bewiesen. Richtig, wenn das mal bewiesen werden würde, das wäre eine Variante, wenn ein RSA fallen würde. Genau. Also es ist nicht bekannt, ob es einen polynomialen Algorithmus gibt, meinst du das? Richtig. Ja. Okay. Richtig. Genau, also man sieht, jetzt aktuell ist es so, wir haben den Schutz durch Rechenleistung. Also wir haben einen Schutz durch, so und so lang würde ein Standard auch ein größerer Computer brauchen, um mein Passwort zu knacken. Das ist so derzeit der aktuelle Schutz. Man hat ein Problem und es ist nicht so einfach zu lösen. Jetzt haben wir da zwei Themen, die aktuell das beeinflussen. Also das eine ist Moore's Law. Wir haben halt die Anzahl der ICs, die verdoppeln sich. Und irgendwann wird es so sein, dass die Rechenpower so schnell ist, dass auch das alte asymmetrische Verschlüsselungsvarianten einfach gebrochen sind. Das ist einfach statistisch dann so. Man sieht halt heute zum Beispiel, DES funktioniert aufgrund der 56-Bit, geht relativ schnell, das zu knacken. Und damals war es auch so, sie haben auch ausgeschrieben, das mit den Primzahlen, so, ne, bis wann das erste Mal es geknackt wurde, und dann hat es irgendwie, ich weiß nicht, zwei Jahrzehnte gebraucht, und dann haben die das geknackt gehabt und haben auch mit mehreren Computern gleichzeitig dann... Ja, da gab es viel Geld für. Ja. Genau. Aber jetzt, so der letzte Punkt ist so Quantencomputer. Ne? Gibt es auch heute noch viel Geld für. Derjenige, der das findet oder in diesem Grid-Projekt mitmacht, das wird dann aufgeteilt über die Gewinner. Ja. Also es gibt auf Wikipedia, also Quantencomputer... ist jetzt so, da war jetzt, wir haben in der Vergangenheit, haben wir ja immer auf elektronischer Basis unsere Sachen berechnet. Jetzt ist es so, jetzt gehen wir in die Tiefen der Physik rein und in die Quantenmechanik bzw. Quantenkryptographie. Und das ist so, da gibt es sogenannte Qubits und es gibt Quantengatter. Und man kann sich so ein Qubit vorstellen, das hat beide Zustände, sowohl 0 als auch 1. Und wenn man jetzt ein Problem hat, also wenn man vorher einen Endgatter hatte, wo zwei Eingänge reingegangen sind und dann kam 0 und 0 rein, dann hat er 0 ausgegeben oder 1 und 1 hat dann 1 ausgegeben. Es ist so, bei einem Quantengatter und zwei Qubits werden sofort alle Zustände, die das Gatter haben kann, sind berechnet. Weil die Qubits in... das durch ihre Superposition und also die Überlagerung, die sie innehaben, ermöglichen. Und jetzt ist es so, also die Zeitleiste, die wir derzeit so haben, gab es jetzt im März auch spannende, gab es im März auch eine Meldung dazu, dass wir derzeit irgendwie IBM hat gegen einen anderen Rechner hat einen Wettbewerb ausgeführt und da kam halt raus, es ging auch um 5 Qubits, die sie derzeit irgendwie verwenden. IBM war irgendwie 1000-mal schneller als der andere Rechner, aber dafür nicht so zuverlässig. Bei Quantencomputern ist es so, das basiert alles auf Statistik. Das ist so, dass dort sehr viel mit Statistik gerechnet wird. Ja, sehr spannendes Thema. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, man sagt, okay, 2048 RSA-Bit-verschlüsseltes
2048-Bit RSA-Verschlüsselung würde mit einem Quantencomputer mit 4000 Qubits in einer Sekunde, also just in a moment, geknackt werden. Und wenn wir hier unten schauen, so die letzten Meldungen, die wir so haben, ist so 2017, ja, wir sind jetzt hier irgendwie bei 2000 Qubits. Also du sagst, dass das nicht unbedingt immer zuverlässig funktioniert. Das ist richtig. Ich habe ja nichts davon, wenn ich dann hinterher doch nicht den richtigen Schlüssel rausbekomme. Also man muss wissen, weil je nachdem, wie das Ganze gebaut wurde, muss man mehrfach nachmessen danach nochmal. Muss das Ding nochmal durchführen, nochmal nachmessen. Was man bei Quantencomputern wissen muss, jedes Mal, wenn ein Zustand gemessen wurde, ist das Ding verändert. Das bedeutet wiederum, es gibt auch schon Leute, die sich die Gedanken gemacht haben über Quantenkryptographie. Und die Quantenkryptographie wiederum wäre dann auch derzeitiger Stand der Technik nicht zu brechen. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und wenn du jetzt dieses 2000 Q kaufst, du würdest das benutzen, um Keys zu knacken oder um Quantenkryptographie zu machen? Was sind die? Du kannst so einen Quantencomputer kannst du für verschiedene Use Cases einsetzen. Du kannst es für Datenbanken super schnell, du kannst es für Simulationen super schnell oder du kannst es halt zum Knacken von irgendwelchen RSA-Verschlüsselungen nehmen. So, ne? Also noch nicht, aber irgendwann vielleicht. Also wir auf jeden Fall noch nicht. Also das hier ist extrem teuer. Ja. Ist mehr so experimentell und trotz 2000 Qubits auch noch sehr langsam. Ja. Ja, das ist halt immer die Frage, ne? Quantencomputer, also quasi, sie benutzen zwar 2000 Qubits, aber kannst nicht alles mitmachen. Ne? Ja. Und also da gibt's, es gibt nichts, wo jetzt irgendwie Chance Monster drauf laufen würde oder sowas. Ja. Und das ist State of the Art für die Forschung. Ja. Die werden auch immer fest ein, also hardwaremäßig reinprogrammiert, die Programme. Und man kann nicht einfach irgendwie mal spontan was drauf. Aber was man dazu auch noch wissen muss, die Größe der ICs, die werden immer kleiner und irgendwann kommen wir eh in die Größe von Quantencomputern. Das heißt, wir müssen eh die Gesetze der Quantenphysik benutzen, weil wir ansonsten mit Moore's Law auch nicht weiterkommen. Quantenkryptographie, das sind im Prinzip auch nur One-Time-Pads, die dann über eine sichere Leitung ausgetauscht werden, die halt über Kryptographie funktioniert. Über Quantencomputer funktioniert und dadurch halt relativ abhörsicher ist, wobei auch da schon Angriffe existieren. Wir sollten vielleicht unterscheiden, also was du wahrscheinlich meinst, ist eher Post-Quantum für die Kryptographie. Also was du meinst, ist quasi das Übertragen, ne, über sichere Leitungen und dass keiner quasi mithören kann, weil er sonst den State verändert. Aber woran natürlich seit, ich sag mal, fast 10 Jahren geforscht wird, ist Post-Quantum-Kryptographie, das ganz normale Kryptographieverfahren, nichts Besonderes, plus minus mal geteilt quasi, die aber sich eben Chance-Monster widersetzen und nach heute bekannten Regeln immer noch sicher sind. Die verlieren dann vielleicht die Hälfte der Schlüssellänge, aber da macht man den Schlüssel doppelt so groß und ist immer noch auf der sicheren Seite, trotz Quantencomputer. Aber da würde ich gleich mal auf Achim verweisen, ne? Weil der macht nächste Woche nämlich Polyas Next Generation Kryptographie den Talk. Bestimmt auch sehr spannend. Und der, also Achim kennt sich da wesentlich besser aus. Also da wäre das Thema zum Beispiel, das ist in der Regel eine Lattice-Based Encryption, also mit Gitterverschlüsselung. Und da wäre zum Beispiel LWE, also Learning with Errors, was man eigentlich aus dem Big Data-Bereich kennt, das benutzt man zum Verschlüsseln. Learning with Errors. Ja. Zum Beispiel. Ach, und wir haben jetzt für September, falls ihr es nicht wisst, haben wir auch einen Workshop geplant. Ne? Also da, weil es sehr viel Material ist, das Ganze mal irgendwie hands-on mal durchzuspielen. Genau. Ja. Dann würde ich noch, genau, das hatten wir auch gerade eben angesprochen, gibt einen Workshop. Ich habe dann mal hier noch ein paar Sachen, paar Literatur-Dinge. Also das ist sehr spannend hier, das Buch, das kann ich nur empfehlen, das liest sich auch relativ einfach. Hier Simon Singh, Geheime Botschaften, das ist so wirklich von Anfang an die Geschichte der Kryptographie. Dann gibt es das ist eigentlich so das Standardwerk, The Code Breakers von David Kuhn. Für Programmierer gibt es ein freies Online-Buch, Crypto 101, auch sehr cool zu lesen.
Crypto-Tools ist auch ein gutes Buch, Crypto-Party-Handbook. Und wer sich mit Quantenkryptographie auseinandersetzt oder Quantencomputer auseinandersetzen möchte, habe ich noch ein paar Videos mal hier, wo es auch sehr einfach erklärt ist, wie das funktioniert, weil es ja auch erstmal ein bisschen abschreckend ist, diese ganze Thematik. Ja, das war's. Fragen? Zu meiner Frage zur Textlänge oder Datenlänge, das meistens einfach ignoriert wird und das so ein bisschen Daten immer noch verratet. Gibt es so Ansätze, um das so wie möglich zu verstecken, außer das ein bisschen so in Paketen aufzuteilen? Weil natürlich ist es ziemlich klar, wenn ein Message 1 Megabyte groß ist, dass es anders ist, als wenn es 10 groß ist. Am besten ist, wenn ihr Achim gleich direkt fragt, weil der ist auf dem. Also üblicherweise, na, ich kann es jetzt sagen, was wir in Polias benutzen. Wir benutzen Blockcipher und üblicherweise, sind das so 600-stellige Zahlen. Und es ist egal, ob du jetzt einen Text mit 10 Bytes verschlüsselst. Mhm. Also das minimale Paket ist halt so groß. Und das ist dann schon. Hat einfach schon so eine fette Größe, dass man in der Regel einen Stimmzettel in ein oder zwei Ciphertexten unterbringen kann. Also komplett. Was verschlüsselst du da? Die paar Kreuze, die du machst, das passt in der Regel in einen Ciphertext rein. Und das heißt, alle Stimmabgaben sind gleich lang. Ja, selbst wenn du jetzt mal eine Wahl hast, wo man sagen wir, jeder Fachbereich hat nochmal einen eigenen Stimmzettel und wählt dort sein Gremium. Die sind dann beim Kamm geschert doch wieder alle nur ein Ciphertext. Ja. Vielleicht nehmen wir mal einen zweiten dazu und das war's. Da dauert es aber schon doppelt so lang. Mit längeren Namen. Sehr geehrt, noch eine Frage, ne? Ja, also ich meine, die Sicherheit momentan, also wie ich das verstehe, basiert ja auf diesem diskreten Logarithmusproblem, ne? Dass es da keinen effizienten Weg gibt, es zu lösen, außer durch Brute Force. Ne? Was ist wahrscheinlicher, dass irgendjemand irgendwie ankommt und sagt, hey, es gibt irgendwie ein effizienteres Problem, als Brute Force zu lösen, oder jemand kommt und so sagt, es gibt diesen Weg nicht. Weißt du das vielleicht? Also diese Frage von N gleich NP. Also ich bin so, ja. Entweder es kommt einer und beweist, dass es nicht geht, oder einer beweist, dass es besser ist. Es lässt sich ganz einfach lösen. Mit Quantencomputern, die werden kommen. Genau. Diskreter Logarithmus ist faktisch ganz kurz vor dem Fall. Das heißt, sämtliche TLS-Verschlüsselungen, also gerade die Diffie-Hellman, Diffie-Hellman machst du ja im Prinzip, indem du quasi dir kurz ein paar Nachrichten zuwirfst. Das basiert, die ganze Sicherheit basiert auf dem Glauben, dass der diskrete Logarithmus in der Struktur, in der du dich bewegst, hart ist. Und wenn das nicht mehr ist, und da gibt es schon einen Algorithmus, es gibt einen Algorithmus für Quantencomputer, der das einfach in Nullzeit knackt. Das ist bekannt und man wartet eigentlich nur noch aufs Gerät. Das ist ein bisschen, weißt du, du hast zwei Pfeiler im Internet. Du hast so RSA, also hier Primfaktorzerlegung, und du hast diskrete Logarithmen. Und ja, also wir haben ja noch ganz andere Verschlüsselungen, also AES und sowas, ne? Also alles, was so in Richtung Feistel-Netzwerke geht. Also ich meinte, in dem Fall meinte ich jetzt asymmetrisch. Ne? Ja, also Feistel-Netzwerke geht oder sowas, da ist es so, da halbiert sich quasi die Härte. Der beste Algorithmus, den, soweit ich weiß, bekannt ist, ist einfach, das geht nicht total kaputt, aber du musst dann halt ein bisschen mehr Druck auf den Kessel geben, damit das... Also immer noch lange dauert. Ja, genau, damit das immer noch lange dauert. Aber da kann natürlich auch irgendwas vom Himmel fallen am Algorithmus und dann fällt das auch. Aber so ist das nun mal. Im Prinzip ist das du permanentes Neuerfinden und hinterherrennen quasi vor der Rechenpower und den neuen Algorithmus, die es gibt. Ist jetzt, was vielleicht jetzt noch nicht so rübergekommen ist, ist in dieser Geschichte der Kryptographie gab es immer die einen, ne, die halt an der Kryptographie interessiert gewesen sind, und dann die Kryptoanalytiker. Und es gab immer, waren die einen oben, mal waren die anderen oben. Es ist immer so ein Hin und Her. Also ein Katz und Maus spielen. Richtig. Ja. Und? Ja? Ich wollte fragen, es gab doch noch irgendwie diesen Ansatz, das auf elliptischen Kurven zu machen. Und das macht dann auch bei Quantencomputern nicht mehr so viel. Das ist noch viel schlimmer. Also elliptische Quoten sind eigentlich ganz toll und da kann man kleinere Schlüssellängen nehmen und das ist alles prima.
Also es hat echt seine Vorteile, aber sobald die Quantencomputer kommen und da quasi dann nochmal die Schlüssellängen halbiert werden, sind die Ersten, die Probleme kriegen, in Anführungszeichen. Also, ja, weil die eben mit ganz kleinen Schlüssellängen arbeiten. Aber wenn man da jetzt eine große nehmen würde? Ja, muss man halt ein bisschen mehr machen. Aber trotzdem, dafür sind sie langsamer. Es sind halt auch Gruppen und du guckst da auch im Prinzip nach einem diskreten Logarithmus. Also es ist. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt ja nicht so lange damit beschäftigt, aber es ist ein super faszinierendes Thema, wenn man den richtigen Zugang dazu hat. Das ist echt super spannend, man kann richtig coole Sachen damit machen. Ein bisschen wie Kreuzworträtsel lösen und so Doku und so. Ne? Also, ne? Weil im Endeffekt mit Schlüssel kannst du ja nie wissen, ob die sicher sind, weil du weißt nicht, ob ein Algorithmus, der schnell ist, erfunden worden ist, der jemand jetzt schreibt oder doch jemand mit einem fetten Quantencomputer dahinter sitzt. Ne? Ja. Ja. Kannst du nur davon ausgehen, dass die eh nicht egal ist, ob du dein Bankkonto hast oder was dann. Aber das ist kein Unterschied zum One-Time-Pad. Ne? Da glaubst du daran, dass nur du und der andere in der Besitz des Schlüssels sind. Ne? Also, das ist auch nur eine Glaubenssache. Das ist auch eine Glaubenssache. Hast du recht. Sehr gut, hat noch eine Frage. Kann man abschätzen, wann die wann die Quantencomputer so weit sind? Die Timeline hier, ne? Da kannst du ungefähr so runterrechnen. Ja, aber wie gesagt, teuer ist es noch, was hier schon mehrmals angesprochen wurde, aber es wird irgendwann kommen. Also so 15 Jahre müsste das dann soweit sein, oder? Ja. Also ein Quantencomputer kann ich also nicht bei Zimmertemperatur. Also Quantencomputer, wenn man sich das auch physikalisch vorstellt, wird das Atom gefroren teilweise und man muss so richtig viel Energie reinstecken, damit halt auch wirklich das ruhig bleibt. Das klingt dann eher so, als würde ich dafür schon eine ganze Anlage oder sowas. Ja, derzeit sind es noch Anlagen, ja. Also es ist so relevant, dass wir implementieren jetzt gerade den neuen Core oder sind dabei, ihn einzubauen. Es ist so relevant, dass wenn der Core läuft, dass wir gucken auch nach LWE und nach anderen Geschichten, Lattice-Based Encryption, einfach um, wir haben schon ein paar Verfahren, im Prinzip so Meta-Verfahren aufgesetzt, wo wir den Cipher im Prinzip nur ändern müssen. Und wo man auch keine weiteren algebraischen Strukturen verlangt von dem Cipher, um das benutzen zu können. Also klar, das ist real. Okay, das heißt, theoretisch, wenn man wirklich irgendwie ein krasses Geheimnis hat, was man versteckt, müsste man jetzt sogar sich schon Gedanken über Quantencomputer machen. Ne? Ja, also du musst ja halt überlegen, was für eine Art von Privacy brauchst du bei einer Wahl oder aber auch bei deinen Daten. Ne? Wie geheim sind sie denn jetzt eigentlich? Sind die überhaupt noch relevant in 10 Jahren? Dann pfeif drauf, weißt du, dann verschlüsselst du das mit dem, was momentan gut ist und nimmst mal richtig was Schönes und was gut funktioniert und machst keine Experimente. Naja, wenn in 10 Jahren das Ding geknackt ist, interessiert sich kein Mensch mehr dafür. Und dann gibt es eben Verfahren, die sogenannte Everlasting Privacy garantieren, die dann aus theoretischen Gründen schlicht und einfach, wenn das dann alles weggeschmissen ist, was wegzuschmeißen ist, wenn man das garantieren kann, dann ist das halt auch nicht mehr so ein Schlüssel. Das kann man dann beweisen. Da gibt es auch Wahlverfahren. Das machen wir aber nicht. Jo, dann bedanke ich mich bei euch.